Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19, dem Playtest. Heute werden wir dem Namen Playtest mal richtig gerecht. Folgende Geschichte. Ich habe das Soja verkauft, das seht ihr oben. 85.000 haben wir jetzt am Konto. Hier haben wir ein wunderschönes Unkrautfeld. Das müssten wir mal eben bekämpfen. Und ich habe mir überlegt, wir brauchen irgendwie immer so eine Zwischensache und wir würden gerne wissen, wie die ganzen anderen neuen Sachen funktionieren. Deswegen würde ich sagen, ich zeige euch mal die Vorteile des neuen Missionssystems und gleichzeitig auch was ihr sehen wolltet an größeren Maschinen. Dazu muss ich mal eben aber trotzdem hier erstmal die Unkrautbekämpfung einschalten. Das würde ich dann wieder mit dem Helfer machen. Viele von euch haben auch geschrieben, immer den Helfer nehmen ist natürlich auch teuer. Ja, natürlich, aber ich glaube, dass wir da so schneller vorankommen. Das glaube ich schon. Ich glaube, wir könnten auch schön unser Auto hier reinfahren, wenn wir uns hätten. So, mal eben einmal runter. Wenn er sagt, ne, nicht in dem Zustand, dann einfach mal ein Stückchen runterfahren. Huch. Ist das Gewicht noch dran? Verdammt. So. Nicht schön, aber selten. Gut, für die Unkrautbekämpfung haben wir ja hier unsere Spritze. Jetzt würde ich aber gerne erst sehen, weil ich glaube, davon geht doch auch das Unkraut weg, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich habe auch mit den Einstellungen rumgespielt. Und dann würde ich nämlich gerne eine Mission machen, und zwar die hier. Feld Nummer 21, grubbern, und zwar mit diesem Grubber, weil ich wissen will, wie das mit der Tiefenlockerung mit diesem Grubber funktioniert. Wie breit ist der, wie fühlt sich das an und so weiter. Das machen wir selber, dann haben wir noch ein bisschen Geld verdient, während wir den Helfer die Arbeit machen lassen. Dann haben wir nämlich das Geld, was der Helfer uns kostet, wieder reingeholt. Und die Frage ist natürlich jetzt, was bauen wir hier wieder an? Und ich hätte fast gesagt, dass wir doch nochmal Gerste anbauen und gucken mal eben, was wir dafür bekommen. Gerste, 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 Gerste. Zweitteuerstes. Hafer. Dann machen wir hier einmal Gerste, einmal Hafer und dann können wir auch das Stroh wieder verkaufen. Dann können wir auch ein bisschen Stroh fahren mit dem Ladewagen. Aber ihr seht schon, warum wir das Feld da vorne bearbeiten sollen. Seht ihr das? Das ist ja ein Riesen... Das ist auch ein Riesenberg Unkraut. Und was ich nicht weiß, ist, ob wir jetzt beim Sehen das Unkraut wegbekommen. Das wollen wir auch mal direkt probieren. So, was habe ich gesagt? Hafer, ne? Los geht's. Ja, also das entfernt auch das Unkraut. Okay, huch. Dann würde ich sagen, dann starten wir mal die Mission. Da bin ich echt mal gespannt. So, Mietobjekte nehmen wir. Und damit haben wir auch die Mission angenommen. Das wird aber jetzt nicht angezeigt. Warum nicht? Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh Mensch, die tolle Idee. Warum? Was ist passiert? Mit dem will ich nicht grubbern. Hä? Ich habe auf Mietobjekte geklickt. Da ist die Mission weggesprungen. Na gut, soviel zu dem Plan. Der hat ja hervorragend geklappt. So, geht jetzt auch das Unkraut wirklich weg? Ja, da kommt eine Düngeschicht wieder zurück. Und am Shop hier stehen noch so Sachen wie Gewichte und so. Ah, nicht unsere Maschinen. Das ist ja komisch. Was ist denn da passiert? Ja, wir haben uns noch immer nicht den finalen Patch. Also das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber den wollen wir nicht testen hier. Den haben wir. Transportiere einen Gegenstand vom Hafen zu... Ja. Das ärgert mich aber jetzt. Düngenfeld 22. Das ist ja auch in der Nähe, ne? Feld 22. Das können wir sogar mit unserer eigenen Ausrüstung machen.
Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist mit einem beliebigen Dünger, das fällt um eins mit einem beliebigen Dünger, flüssig Miststreuer. Könnten wir mit dem hier machen, ne? Dann machen wir den voll mit Dünger. Feld Nummer 1 ist natürlich auch eine Himmelfahrt, aber dann können wir mal oben uns das Sägewerk und so angucken. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Und das Schöne ist ja, wir können ja den... Der Helfer, der macht ja hier weiter. Und derzeit verdienen wir weiter Geld. Das wäre nicht schlecht. 22 wäre mehr um die Ecke. Jetzt ist der aktiv. Mietobjekte können wir offenbar nicht nehmen. Na gut. Feld Nummer 22 ist natürlich ein bisschen größer. Dann machen wir mal das, weil es um die Ecke ist. Mit unserem eigenen Maschinen. Also der Abzug, ne, für die Mietmaschinen ist natürlich ziemlich hoch. Aber ich finde es cool, dass man da... das ist eine simple Sache. Aber halt mehr Auswahl in Spielen finde ich halt immer nie verkehrt. So. Ich glaube, da müssen wir trotzdem noch mal eben zum Händler. Und ist der Dünger bald teurer als alles andere. Aber das ist jetzt echt ärgerlich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wir haben ja nur auf Mietobjekte geklickt. Ich habe ja nicht auf Ablehnen geklickt, ne? Und hier sehen wir auch den Fortschritt dann. Feld 22. Ist natürlich eine Menge. Aber ich sag mal so, parallel arbeitet der Helfer, sind wir bei 90.000. Kann sich sehen lassen. Wenn wir jetzt den Helfer das machen lassen, der Helferdünger, die Helferdüngerbetankung ist natürlich deutlich teurer, ne? Das muss man auch dazu sagen. So. Dann fahren wir mal einmal hier um die Ecke rum. Feld Nummer 22 ist auch so ein unebenes Feld, da würde ich auch einen Helfer eh nicht machen lassen. Was ich noch nicht weiß, und das finden wir jetzt heraus, wie ist denn das eigentlich, wenn wir da jetzt nicht so ganz genau arbeiten, weil das auch nicht so genau geht. Ne? Dann hast du mal irgendwie 5 Halme vergessen. Wie hoch ist die Toleranz? In anderen Spielen ist das eine Katastrophe. Mal schauen, wie das hier ist. So. Oh, der braucht mal ein Gewicht. So, ich spiele im Moment noch nicht im Lenkrad, kann natürlich das G27 wärmsten empfehlen. Und schaut uns gerne mal raus, wenn ihr jetzt Multiplayer spielen wollt. Jetzt ist das Spiel ja draußen wahrscheinlich. Und meinen Kanal unterstützen. Wir arbeiten mit Nitrado zusammen. Ihr wisst, wir überlassen nichts dem Zufall, wenn wir mit Anbietern zusammenarbeiten. Vor vielen, vielen Jahren würde ich mich der einen oder anderen Meinung in den Kommentaren noch angeschlossen haben. Und das schreiben auch immer Leute, ne? Ha, hatte man einen Server vor 5 Jahren da oder so. Und so ging es mir halt auch. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, mega. Sind wir mit zufrieden und deswegen auch dahin gewechselt. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr den verwendet, unterstützt ihr meinen Kanal. Und wenn ihr in der Cloud spielen wollt, das heißt, ihr seid nicht sicher, ob der LS auf eurem Rechner funktioniert, ob euer Rechner gut genug ist, empfehlen wir euch Shadow. Ein Cloud-PC. Nicht irgendwie 6 Jahre irgendwie ein PC leasen, was für ein Quatsch, wir machen sowas. Sondern ihr nutzt den PC so, wie ihr ihn braucht. Immer mit der neuesten Hardware. Und darauf funktioniert der Total LS. Da werde ich ja noch ein Video zu machen. Oder habt ihr schon gemacht? Das kommt ganz drauf an. Damit unterstützt ihr meinen Kanal auch. Vielen Dank für die Kooperation an diese beiden Anbieter, die auch ermöglichen, dass im Moment so viele LS-Videos kommen. Ohne die ginge das nicht. Und das bedeutet im Gegenschluss, wenn ihr überlegt, euch sowas zuzulegen, gerne über meine Links, damit die Anbieter auch sehen, hey, das funktioniert mit dem. Da kann man ein bisschen mehr machen. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich ja wieder ein paar Projekte annehmen. Da gibt es keine Videos mehr, ne? Ha, bist du schuld. Nein, Spaß. Also, wir haben das auf der Messe kennengelernt und waren von Anfang an angetan. Und die Livestreams laufen auch über Shadow. Ist also nicht so, als wenn wir das auch nur verkaufen wollen und nicht verwenden. Es ist häufig so, YouTuber verkaufen dann irgendwie was und verwenden das noch niemals selber. Ich glaube nicht, dass der ein oder andere YouTuber sich zum Beispiel für 6 Jahre einen PC mieten würde, aber euch wieder das andrehen. Sowas gibt es bei uns natürlich nicht.
Wir nutzen selber Shadow und deswegen können wir auch sagen, dass wir davon angetan sind. So. Immer so ein bisschen unten in der Map, in der Ecke, habe ich immer so ein bisschen den anderen Helfer im Auge, ne? Der muss weiterarbeiten. Und das Schöne hier ist jetzt, das ist auch neu, wenn ihr raustappt aus dem Fahrzeug hier, selbst wenn ihr das gemietet habt, dann könnt ihr den Helfer umstellen, aufs nächste Feld bringen und so weiter. Dann wird er zurücktappen und hier weiterarbeiten. Überhaupt kein Problem. Es werden einige sagen, guck mal hier, du hast jetzt 6.000 für Gülle ausgegeben und 6.000 kriegst du für Missionen. Es könnte sogar sein. Und das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, das Balancing ist noch ein bisschen off hier. Bin mal gespannt, ob das dann mit der finalen Version, das hier ist noch nicht die finale Version, ob das sich dann ändert. Da bin ich mal gespannt. Oh, ist schwer zu sehen, ne? Hier ist es. Herr GPS, wenn Sie bitte so freundlich wären, Ihren Mod fertig zu machen, dann bekommen Sie von mir, wenn das in den nächsten beiden Tagen passiert, 50 Euro Spende. Danke. Was jetzt? Ist die Mod morgen raus? Ja, dann mache ich einen Screenshot oder so auf Instagram. Und hier, Cosplay. Wenn ihr die erste Beta bis morgen rausbringt, kriegt ihr 100. So, er haut da raus die Kohle. Naja, generell kann ich euch nur empfehlen, ne? Also die Cosplay-Jungs insbesondere, die ihre grauen Haare da schon bekommen haben, die haben ja unten auch so einen Donation-Button. Gerne mal drauf drücken. Ich glaube, ein paar Pizzata helfen auch, die Motivation so ein bisschen zu steigern. So. Helfer hilft. Wir sind hier zugange. Und jetzt haben wir nämlich das, ne? Der Helfer hat die Arbeit beendet. Jetzt könnten wir hingehen, reintappen. Hat er doch gar nicht. Ey, was laberst? Welcher Helfer soll das gewesen sein? Oder habe ich hier aus Reflex die Helfertaste gerade gedrückt? Mann, Mann, Mann. Jetzt wird der Helfer J durch ein Objekt blockiert. In welches denn? Vielleicht der Stall, ne? Fahren wir mal eben diese Bahn zu Ende. Oh Mann, ey. Wenn ihr natürlich hier doppelt und dreifach immer seht, das ist natürlich blöd. Und ich weiß nicht, ob ich mir wünschen würde, dass es hier dieses System gibt, dass Dünger nur abgezogen wird aus deinem Fahrzeug, wenn er auch auf dem Feld landet oder auf einem Teil des Feldes, wo er gebraucht wird. Es ist halt nicht realistisch. Jeder ein Freund des realistischen Spiels, das weiß man ja schon seit Jahren, ne? So, das nächste Problem ist hier. Wir müssen jetzt auf der anderen Seite ansetzen. Warum? Weil der hier die falsche Richtung erkennt. Der fährt dann in die andere Richtung weiter und sieht dann da weiter. So. Dann einmal bitte hier entlang. So, dann haben wir hier den Hafer. Dieser Zug, ne? Ich mag das. Hab ich schon erwähnt? Achso, das war übrigens ein sehr häufig gefragter Kommentar. Wozu braucht man den Zug? Das können wir im Moment noch nicht zeigen, weil sich das noch nicht lohnt. Im Prinzip ist er dazu da, gewisse Strecken zurückzulegen. Es war früher auch so, dass man bestimmte Abladetrigger nur mit dem Zug erreicht hat. Das ist nicht mehr so. Also, zumindest von dem, was ich bis jetzt von der Map gesehen habe, ist das nicht mehr so. Man kann zu jedem Bahnhof-Trigger auch so hinkommen. Ich glaube, das war zuletzt, was war das denn? Der Force-Trigger zum Beispiel, den konnte man nicht erreichen ohne Zug. Und sowas halt. Ja, und die Missionen sind genervt worden, muss man ganz klar sagen, ne? Also wenn ich es überlege, ich wäre jetzt in dieser Zeit schon 3 oder 4 Mal im Ladewagen hergefahren, hätte Stroh verkauft, hätten wir auch 6.000, ohne dass wir Ausgaben dafür haben, die Missionen machen zu können. Also ich verstehe, dass die Missionen genervt wurden. Ja, früher hat man das 10-fache dafür bekommen. Das Ding ist, was Giants natürlich dann auch mitbekommen hat, ihr Schlingel, so Sachen wie Autotraktor und so, konnten die Missionen fahren und wurden nicht als Helfer Dingsbums. Da hat man halt sich auf sein Sofa gelegt und hat sich einen Film angeschaut oder abgewaschen oder gebügelt, während der Helfer
eine riesige Mission gemacht hat, also der Mod-Helfer eine riesige Mission gemacht hat, wo er richtig Geld für bekommen hat. Und so konnten sich die Leute halt sehr schnell das Geld ercheaten. Mir wäre es übrigens lieb, wenn Giants wirklich die Option ausbaut, dass man cheaten kann. Du wirst im Moment, ich meine, ihr macht euch das Spiel kaputt, ne? Du wirst im Moment zugerotzt mit Leuten, die irgendwie mit Cheats irgendwie 500 Fahrzeuge 5 Meter weiterfahren und das als Content bezeichnen. Und dann haben wir alle Fahrzeuge mal gesehen, ja toll. Und dann startet ihr das Spiel, wollt selber spielen und startet mit dem Fiat. Weißt du, wie ich meine? Dann cheatest du das Geld, fährst mit den dicksten Maschinen dreimal übers Feld. Wo ist da das, wohin willst du denn damit? Wem willst du denn zeigen, was für geile Maschinen du hast? Wenn du die ercheatet hast, bringt das doch gar nichts. Du hast die ja gar nicht, sagen wir mal, erarbeitet. No, wir haben ja schon ein paar Stunden reingesteckt, wie ihr ja schon gesehen habt. Ich werde das auch im Mega-Projekt auch nochmal zeigen. Nicht, um damit anzugeben oder so. Sondern weil ich einfach sagen will, in diesem Kanal wollen wir das ein bisschen anders machen. Es gibt auch einige Kollegen, die machen das anders. Finde ich gut. Und, aber natürlich, ne, jeder ist seines eigenen Geschmackes Schmied und seines eigenen Glückes Schmied. Und ich wollte es nur anmerken, warum wir hier, sagen wir mal, kaufen wir den 6R, kaufen wir den 8R. Oder muss ich einfach sagen, nee, das bringt gerade nichts. Was sollen wir damit? Dann ist das Geld weg. Wir müssen jetzt hier, ich möchte euch zeigen, wie ihr, ohne dass ihr einen kleinen Schniebel bekommt, das vernünftig spielen könnt. Ja? Also wie kommt man am effizientesten hier an Geld? Und das testen wir auch gemeinsam aus. Also der Playtest gehört ja auch dazu, dass ich nicht alles auswendig weiß, sondern dass wir es gemeinsam machen. So sieht es nämlich aus. So, hier haben wir also jetzt gleich das ganze Feld fertig. Wie ich schon sagte, ist wahrscheinlich so ein Feld, das ist ein bisschen suboptimal für den Helfer. Wir müssen aber auch gleich nochmal auf dem Hof bei dem Helfer gucken. Der fährt nämlich gleich schon wieder in den Bereich rein, wo er schon war. So natürlich auch nicht. Aber dass wir gerade diese Mission nicht machen können, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Hat man das gemerkt? Das ist ja, auch so, ich überlege mir auch immer so ein bisschen ein Konzept. Also ich sitze hier wirklich vor den Folgen, vor der Folge davor. Wie gesagt, nicht Stop and Go. Und überlege mir dann. Was machen wir in dieser Folge? Wie ist ungefähr der Ablauf? Spoiler-Alarm. Meistens klappt das nicht. Sie kennen mich. Es kommt dann immer was anderes dabei raus. Und was für einen wunderschönen Teich wir haben. Da wohl Goldfische drin sind. Naja, jedenfalls. Aber wenn der Spieler schon verhindert, was wir machen wollen, ist natürlich noch mehr ärgerlich. So, und ich glaube, wir können gemeinsam übereinstimmen. Guck mal auf den Tankinhalt von dem Streuer. Ich glaube, so dramatisch, dass wir da jetzt wirklich 6.000 Euro ausgegeben haben, die wir nie wieder reinkommen, ist es nicht. Der Streuer ist noch fast voll. Können wir also die zweite Bahn gleich noch mit düngen. Und die Toleranz ist auch relativ hoch. Guck mal, wir haben hier noch eine ganz schöne Ecke. Und da sehen wir Lohndienstleistung auf Feld 22 abgeschlossen. Oh, irgendwie geht ja ganz schnell der Dings runter. Ich glaube, der Tank beim Helfer ist leer, kann das sein? Wir fahren mal schnell hin und gucken mal. Ach, diese Vögel, ne? Also, wenn man ein neues Feature hat im Spiel, will man das natürlich sehr viel zeigen. Aber die Anzahl der Vögel in diesem Spiel ist also ein bisschen so wie damals, als Blizzard sagte, wir haben festgestellt, dass die Hexenmeister-Armschienen im Molten Core ein wenig zu selten droppen. Und dann kam eine Patch-Note, die sagte, slightly increased drop rate of Warlocks Bindings. Was dazu führte, dass sie in jedem Mob ungefähr drin waren. Das war bei Blizzard so ein slightly increased. Also das war schon irgendwie, das war schon komisch. So. Ich glaube, der ist leer. Nee, ist nicht leer. Kostet so viel. Dann machen wir das mal lieber selber. Wir wollen wieder an Geld rankommen, ne? So, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, entweder heute oder morgen. Wann? Das seht ihr im Sendeplan. Wenn ihr nichts verpassen wollt, die cleveren Leute schauen im Sendeplan. tv.gardero.de. Die größten aller Fans geben einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Denn ihr seht es ja, YouTube ist gerade mal wieder dabei. Das ist kein Jammern, das ist einfach mal Fakt. Ich kann ja die Zahlen sehen und lesen. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Mein Kanal da, ja, in den Ratings nicht zu berücksichtigen. Was bedeutet das? Wenn es so weitergeht, ist mein Kanal immer weg vom Fenster. Das wollen wir nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt und sagt, hey,
Gardehol, immer noch cooler Content. Ich gebe einen Daumen nach oben, ich empfehle es weiter, denn das bewirkt wirklich was. Danke fürs Zuschauen und ich mache mal hier weiter. Und auf dem anderen Feld sehe ich dann, was hatten wir gesagt, Weizen, glaube ich, ne? Gucke ich gleich nochmal nach. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier ernten und Stroh transportieren. Können wir nämlich einmal Ernte sehen und Stroh transportieren. Ist auch mal was Neues. Ich glaube, man kann auch die Seemaschine besser hören und so, ne? Ist das so? Kommt mir ein bisschen so vor. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.